hat jetzt das Wort der Kollege Dr. Gregor Gysi. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst noch ein Wort an den Abgeordneten Hans-Dietrich Genscher. Sicherlich sind die politischen Unterschiede zwischen uns beiden, aber vor allem auch zwischen der Gruppe der PDS und der Fraktion der FDP und den dahinterstehenden Parteien gewaltig, insbesondere wenn ich an die Wirtschafts- und Finanzpolitik denke. Das ändert aber nichts daran, dass wir diese Gelegenheit Ihrer Abschiedsrede im Bundestag nutzen möchten, um Ihnen unseren Respekt für Ihre Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten sowohl im Bundestag als auch in der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. Es war hier viel die Rede von europäischer Integration, und zweifellos ist die Einigung Europas ein großes politisches Ziel. Ich erinnere mich an die Tage, als die Mauer fiel, als die Diskussion um die Herstellung der deutschen Einheit begann und als die bange Frage gestellt wurde, was wird das nun? Wird das ein deutsches Europa oder wird es ein europäisches Deutschland? Und diese Frage hat damals ja nicht nur die Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker in diesem Land und in anderen Ländern bewegt, sondern viele Menschen. Die Frage, die sich heute bei der heutigen Debatte ergibt, ist meines Erachtens eine andere. Wie kommt man zu einer europäischen Integration? Kommt man tatsächlich zu einer europäischen Integration, indem man ein Europa der Banken schafft? Oder käme man nicht viel eher zu einer europäischen Integration, wenn man über den Weg der Kultur, wenn man über den Weg der Chancengleichheit in den Gesellschaften, wenn man über den Weg der Angleichungsprozesse und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ein solches Europa integriert? Und das ist unsere grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben, über das es heute hier zu beschließen geht. Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat noch nie in der Geschichte funktioniert und das wird auch hier nicht funktionieren. Sie, Herr Genscher, haben vor allem davor gewarnt, dass es schlimme Folgen hätte, wenn die Europäische Währungsunion scheitern würde. Ich behaupte, sie kann auch scheitern, wenn man sie einführt, nämlich dann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Und darüber müsste nachgedacht und, wie ich finde, auch länger diskutiert werden. Ich sage, im Augenblick wird das ein Europa für erfolgreiche Rüstungs-, für erfolgreiche Exportkonzerne, für Banken, vielleicht noch für große Versicherungen. Es wird kein Europa für kleine und mittelständische Unternehmen, kein Europa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Gewerkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozial Schwächsten in den Gesellschaften der Teilnehmerländer. Wie verhält sich denn Deutschland zu diesem wirklichen europäischen Integrationsprozess? Ist es nicht so, dass auch unter Kritik der FDP hier vor kurzem durch die Union abgelehnt wurde, auch nur den Kindern von Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und deren Eltern noch eine andere Staatsangehörigkeit haben, eine deutsche Staatsangehörigkeit zu gewähren? Wer dazu Nein sagt, will doch gar keine Integration, zumindest nicht auf dieser kulturellen, auf dieser menschlichen Ebene, auf die es in diesem Zusammenhang ankäme. Ich weise darauf hin, dass es die Bundesregierung war, die mit Vehemenz den Euro fordert und fördert und es gleichzeitig ablehnte, europapolitisch die Arbeitslosigkeit anzugehen. Wer aber nicht europäisch Arbeitslosigkeit bekämpfen will, von dem behaupte ich, dass der Integrationswille eben nur auf einer Strecke ausgebildet ist, auf der Strecke des Geldes, aber nicht auf der Strecke der sozialen Frage, wo sie so wichtig wäre. Und wir alle wissen, dass wir es mit sehr ernstzunehmenden, auch rechtsextremistischen Erscheinungen in unserer Gesellschaft zu tun haben. Dass Rassismus zunimmt, dass zum Beispiel auch das Ansehen rechtsextremistischer Parteien in einem Land wie Sachsen-Anhalt leider zunimmt. Das alles macht uns große Sorgen. Und da sage ich, ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, sie an ihren sozialen Interessen anknüpfende europäische Integrationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen Voraussetzungen macht, dann wird das
der Keim zu einem neuen Nationalismus und damit auch zu steigendem Rassismus sein. Das ist unsere große Sorge, die wir hier formulieren wollen. Hier ist gesagt worden, dass es ohne Euro keinen Abbau von Arbeitslosigkeit geben wird in Europa. Also das verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Täglich wird uns hier erzählt, dass in bestimmten europäischen Ländern Arbeitslosigkeit durch verschiedenste Maßnahmen erfolgreich abgebaut wurde, ohne dass es den Euro gab. Ich halte es immer für gefährlich, wenn scheinbar zwingende Zusammenhänge hergestellt werden, die in Wirklichkeit nicht existieren, nur um ein anderes Ziel damit begründen und durchsetzen zu können. Im Gegenteil, der Euro bietet nämlich auch sehr viele Gefahren für Arbeitsplätze und es bringt uns gar nichts, auf sie nicht einzugehen. Herr Bundeskanzler, ist heute hier viel historisch gewürdigt worden. Ich werde mich mal daran zu Ihrem Wohle nicht beteiligen, Herr Bundeskanzler. Aber ich sage ja zu seinem Wohle, hören Sie mal zu. Ja, aber ich würde mich an Ihrer Stelle nicht so in der Vergangenheit definieren lassen. Das hat ja auch Probleme. Man kann natürlich einen leichten Euro einführen, wenn man sagt, es wird eine andere Regierung sein, die ihn auszubaden hat. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Problem, vor dem wir hier stehen. Ja, dann unterhalten wir uns über die Voraussetzungen. Dann fangen wir an mit den Demokratiedefiziten, die es in Europa gibt. Zum Beispiel, ganz viele Juristen haben erklärt, ob wir heute im Bundestag Ja oder Nein zum Euro sagen, ob morgen der Bundesrat Ja oder Nein zum Euro sagt, er würde dennoch kommen, weil es nämlich längst ratifiziert ist über den Vertrag von Maastricht und im Grunde genommen kein Weg daran vorbeiführt. Am 2. Mai tagt das Europäische Parlament. Hat es was zu entscheiden in der Frage des Einführungs des Euro, in der Frage der Herstellung der Währungsunion? Es hat nichts zu entscheiden. Es hat nur mitzuberaten. Und selbst wenn dort eine große Mehrheit Nein sagen würde, es würde am Euro zum 1. Januar 1999 nichts mehr ändern. Da wird das gesamte Defizit deutlich, dass dieser Vertrag mit sich bringt in Fragen der Demokratie. Wir schaffen eine europäische Währung, haben aber keinen europäischen Gesetzgeber. Keine europäische Verfassung, keine garantierten europäischen Rechte und verlagern die Funktionen vom Parlament auf die Exekutive in Brüssel. Das heißt, heben die Gewaltenteilung in der Gesellschaft schrittweise auf. Damit sich dann die jeweilige Bundesregierung und auch die Regierung der anderen Länder und deren Parlamente auf Brüssel herausreden können und sagen können, wir können hier gar keine nationale Politik in diesen Fragen mehr machen, weil uns die Möglichkeiten genommen sind. Aber wir haben eben kein demokratisches europäisches Äquivalent. Das ist ein Hauptmangel der Verträge von Maastricht und Amsterdam. Ich behaupte, der Euro kann auch spalten. Denn er macht die Kluft zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union und jenen, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, ja nicht kleiner, sondern größer. Der Weg gerade für die osteuropäischen Länder, für die sich Herr Genscher so eingesetzt hat, in die Europäische Union wird dadurch nicht leichter, sondern schwieriger werden. Er unterscheidet innerhalb der Mitgliedsländer der EU zwischen jenen, die an der Währungsunion teilnehmen und jenen, die daran nicht teilnehmen. Das ist das erste Mal eine ökonomische und finanzpolitische Spaltung zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Er unterscheidet aber auch noch und stärker die Euro-Länder. Ob Frau Matthäus-Meyer, ob die Sprecherin der Grünen, CDU, CSU oder FDP, alle würdigen am Euro, dass die Exportchancen Deutschlands sich erhöhen würden. Wenn das dann so ist, dann müssen doch andere Produktionsunternehmen in anderen Ländern darunter leiden. Anders ginge es doch gar nicht. Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhöhen und damit die Industrie in Portugal und Spanien und anderen Ländern schwächen. Die werden verostdeutscht, weil sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Europas führt. Aber das Zweite ist, es geht selbst innerhalb der verschiedenen Länder um unterschiedliche Regionen. Es haben doch nur die Regionen etwas davon, die in erster Linie vom Export leben. Was ist denn mit jenen Regionen, auch in Deutschland, die kaum exportieren? Sie wissen, dass der Exportanteil der ostdeutschen Wirtschaft fast null ist. Die haben überhaupt nichts davon.
Im Gegenteil, die Binnenmarktstrukturen werden durch Billigprodukte und Billiglöhne systematisch zerstört werden. Deshalb sage ich, es ist ein Euro der Banken und der Exportkonzerne, nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auf den Binnenmarkt angewiesen sind, nicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben es aber auch mit einem weiteren Problem zu tun, nämlich dass der Reichtum in diesem Europa wachsen wird, aber in immer weniger Händen. Dafür ist ja Deutschland ein lebendes Beispiel. Lassen Sie mich nur eine Zahl nennen. 1990, nach der Herstellung der deutschen Einheit, hatten wir ein Sparvermögen in der Bundesrepublik Deutschland von 3 Billionen D-Mark, etwas über 3 Billionen D-Mark. Das sind 3.000 Milliarden Mark. Heute, das heißt Ende 96, das ist schon wieder höher, haben wir ein privates Spargeldvermögen von 5 Billionen D-Mark, das heißt von 5.000 Milliarden Mark. Im Durchschnitt hat jeder Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland ein Sparguthaben von 135.000 Mark. Und nun können sich die Bürgerinnen und Bürger mal ausrechnen, wie weit sie unter diesem Durchschnitt liegen. Dieser Durchschnitt kommt dadurch zustande, dass in 10% der Haushalten der Reichtum so gewachsen ist. Und da sagt doch der Herr Merz hier von der CDU/CSU, dass es die größte Katastrophe wäre, wenn nach einem Regierungswechsel die Reformen rückgängig gemacht würden. Ja, was heißt denn das? Wollen Sie ein Europa, ein Euro mit immer mehr Kürzungen des Rentenniveaus? Wollen Sie ein Europa mit immer mehr Zuzahlungen für Kranke bei Medikamenten und bei ärztlichen Behandlungen? Das waren doch Ihre Reformen. Und wollen Sie ein Europa, in dem 10% der Bevölkerung sinnlos immer reicher werden und andere immer mehr draufzahlen müssen? Das ist das Ziel Ihrer Politik und ich finde, diese Reformen müssen unbedingt rückgängig gemacht werden. Was hat denn die Steigerung des privaten Vermögens bei 10% der Bevölkerung um 2.000 Milliarden Mark, das muss man sich mal überlegen, in 6 Jahren, was hat es denn der Wirtschaft gebracht? Welche Investitionen sind denn davon getätigt worden? Welche Arbeitsplätze wurden denn geschaffen? Weder in Ost noch in West hat so etwas standgefunden. Der wachsende Reichtum hat nur zu noch mehr Arbeitslosen geführt und deshalb ist das der falsche Weg nach Europa. Mit der Demokratiefrage hängt übrigens auch zusammen, dass ja Finanz- und Geldpolitik kaum noch möglich sein wird. Die wird abgegeben an die Europäische Zentralbank. Sie wird damit anonym. Und damit wird erreicht, dass sich die Regierungen auf eine Bank herausreden können und erklären können, dass sie keine politischen Spielräume haben, weil die Europäische Zentralbank bestimmte Vorgaben gemacht hat. Wer so eine Politik einleitet, zerstört Demokratie. Denn Auswahl haben die Menschen nur in der Politik, nicht bei der Bank. Da haben sie nichts zu entscheiden. Das ist die Realität in dieser Gesellschaft und auch in den anderen europäischen Gesellschaften. Das Wichtigste aber, und unsere größte Kritik richtet sich auf einen anderen Punkt. Wer europäische Integration will, der muss europäische Angleichungsprozesse einleiten. Dazu würde gehören, die Steuern zu harmonisieren. Dazu würde gehören, die Löhne anzugleichen, die Preise anzugleichen, soziale, ökologische, auch juristische Standards anzugleichen. Es macht ökonomisch einen großen Unterschied, ob es gegen irgendetwas ein Einspruchsrecht gibt oder nicht gibt, weil es in dem einen Falle teurer ist als in dem anderen Falle. Wenn Sie das alles nicht machen, wenn Sie das politisch nicht leisten und stattdessen sagen, wir führen eine Einheitswährung ein, um die Angleichungsprozesse zu erzwingen, dann sagen Sie doch nichts weiter, als dass Sie ganz bewusst Lohnwettbewerb, und das heißt in Wirklichkeit Lohndumping, Kostendumping organisieren wollen. Den größten Vorteil hat immer derjenige mit den niedrigsten Steuern, den niedrigsten Löhnen, den niedrigsten Preisen, den niedrigsten ökologischen, juristischen und sozialen Standards. Er wird sich durchsetzen. Und das wird ein Europa des Dumpings, des Abbaus nach unten. Und wer so etwas organisiert, der, behaupte ich, organisiert nicht nur Sozial- und Lohnabbau, sondern er organisiert auch zunehmenden Rassismus. Das mag nicht bewusst sein, aber das wird die Folge sein, so wie wir das heute schon auf den Baustellen in Deutschland und in anderen Ländern erleben. Und deshalb sagen wir, es ist der falsche Weg. Wir hätten ja einen anderen gehen müssen. Erst die Angleichungsprozesse. Und wenn wir die politisch gemeistert hätten,
dann hätte man am Schluss der Entwicklung als Krönung eine Einheitswährung einführen können. Wer aber über die Währung die Angleichung erzwingt, der erzwingt sie nach unten mit allen katastrophalen sozialen Folgen. Und alle Fraktionen, die heute zustimmen, haften dann auch für die Folgen, die dadurch eintreten, unabhängig, welche Motive sie dabei haben. Es ist davon gesprochen worden, dass eine Währung Frieden herstellen kann. Ich glaube das nicht. Nur wenn die Voraussetzungen dafür stimmen, wenn es nämlich gelingt, Spannungen abzubauen, dann ist es friedenssichernd. Wenn aber dadurch neue Spannungen entstehen, kann auch die gegenteilige Wirkung dabei herauskommen. Und das wissen Sie. Sie wissen, dass die einheitliche Währung in Jugoslawien keinen Krieg verhindert hat. Es war eine der schlimmsten der letzten Jahre. Und lassen Sie mich als Letztes eins sagen. Der Hauptmakel dieser Währungsunion wird bleiben, dass Sie die deutsche Bevölkerung nicht befragt haben. Sie hätten in dieser entscheidenden Frage einen Volksentscheid durchführen müssen. Dann wären Sie auch aufklärungspflichtig gewesen. Und Herr Kollege Merz, das spricht nicht gegen parlamentarische Demokratie. Auch Frankreich, auch Dänemark sind parlamentarische Demokratien, auch Irland. Und sie haben dennoch einen Volksentscheid durchgeführt. Nein, man kann das Volk nicht nur wählen lassen. In wichtigen Sachfragen muss man es auch zur Entscheidung aufrufen und zum Mitmachen. Anders wird man Integration in Europa nicht erreichen.